Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario Kart 7, diesmal der 150er Hubraum-Modus im Spezialcup. Und wir nehmen einfach mal den Wiggler. Und zwar nehmen wir für den Wiggler die Renngurke, die Retro-Reifen und welchen Schirm hatten wir noch nicht? Ich glaube, den Gleitschirm hatten wir noch nicht. Und wie gesagt, der Spezialcup. Dort ist die letzte in Mario Kart 8 geremakte Strecke drin. Nämlich der gute alte Donkey Kong Dschungel, mit dem starten wir, glaube ich, auch. Und danach kommt Rosalinas Eispalast, und dieser Rosalina Eispalast, der hat mir so häufig den Sternerang gekostet, den 3-Sterne-Rang, das könnt ihr nicht glauben. Ich bin da immer Zweiter geworden, ich bin da nicht Dritter oder Vierter oder Fünfter oder so weit hinten, sondern immer Zweiter. Ich glaube, 6 oder 7 Mal hintereinander bin ich Zweiter geworden, dann bin ich plötzlich Erster geworden, hab dann die Bowser's Festung verkackt, dann bin ich wieder 7 Mal Zweiter geworden. Die hat mich so aufgeregt, diese Strecke. Die ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber durch diese Tatsache ist sie ein bisschen mit zu meiner Hassstrecke dieses Spiels geworden. Ach, ist gar nicht so einfach, darauf zu kommen wie in Mario Kart 8. Jetzt muss ich mich wieder umgewöhnen, dass hier keine... Obwohl, so eine große Umgewöhnung ist das gar nicht. Dass hier keine Anti-Schwerkraft-Passage ist. Gucken, ob ich unten rumkomme. Ist auch einfacher als in Mario Kart 8. Dadurch, dass da kein Abgrund mehr zwischen ist und man nicht kurzzeitig mit dem Drift aussetzt, geht das eigentlich. Jetzt bin ich zufrieden, die Tickies. Als ich diese Strecke in Mario Kart 8 gefahren habe, bin ich ja jedes Mal... Da habe ich ja jedes Mal Lust bekommen auf einen 3D-Donkey Kong auf der Wii U. Das wird hier auf dem 3DS mit dieser Laune nicht so erregt, weil die Strecke halt nicht so mega hübsch aussieht wie auf der Wii U, so wie in Mario Kart 8. Aber sie ist immer noch eine sehr hübsche Strecke und immer noch rein optisch eine der besten Strecken im ganzen Mario Kart. Wahrscheinlich sogar im ganzen Mario Kart-Universum. Die ganzen Details am Rand, da könnte man schon fast sagen, dass die Donkey Kong-Entwickler hier diese Strecke entwickelt haben. Haben sie ja auch. Denn Mario Kart 7 wurde von Retro Studios entwickelt. Da hat man sich natürlich besonders viel Mühe gegeben. Ah, verdammt, ist zu spät. Hätte ich mal nicht abgebremst. Aber immerhin ist ja schon mit reingefahren. Dann ist es doch wieder von Vorteil. Auch ein nettes kleines Detail, dass der Wiggler hier wütend wird, wenn er getroffen wird. Allerdings ein böses Detail, dass ich durch einen blauen Panzer vom ersten auf den letzten Platz gefallen bin. Und das wahrscheinlich nicht mehr wirklich aufholen kann jetzt. Und auch noch nicht mal mehr ein Item kriege. Jetzt muss ich auf gegnerische Inkompetenz hoffen, dass die alle außen rumfahren. Oder einfach zu stark driften und ich dann halt trotzdem auf den ersten Platz fahre. Das ist aber wirklich Inkompetenz. Das ist übrigens nochmal dazu erwähnt, Computerschwierigkeit schwer. Also unter schweren Computern stelle ich mir was anderes vor als das hier, weil wenn man einfach ohne Item von Platz 8 auf Platz 1 durchfahren kann, in der höchsten Computerschwierigkeit, dann ist da irgendwas nicht ganz richtig. Und da kommt er, Rosalinas Eispalast. Wie gesagt, den musste ich damals so häufig fahren, bis ich den einigermaßen gut raus hatte und dann auch noch regelmäßig Erster wurde, damit ich dann auch noch Bowser's Festung und die Regenbogenstrecke üben konnte. Die Regenbogenstrecke ist gar nicht so schwer. Aber wenn man da im falschen Moment von einem Item getroffen wird, ist man da quasi auch schon fast raus. Wobei ich im 150er Hubraum mit dieser Strecke gar nicht so große Probleme hatte, sondern erst im Spiegelcup, obwohl die Computerschwierigkeit im Spiegel mit dem 150er Hubraum ja eigentlich gleich schwer sein sollte. Hat mir diese Strecke im Spiegel wesentlich mehr zugesetzt. Diese blöden Eiszapfen hier. Können einem auch ganz schön Schaden zufügen. Schade, ich dachte, ich treffe Bowser da perfekt, aber da hat ein bisschen was gefehlt. Das muss ich aufholen, aber das tue ich ja gerade schon. Hasse euch alle. Natürlich muss die Bombe genau auf mich drauf geworfen werden.
Links kriegt man viel mehr Münzen als rechts. Deswegen ist zu empfehlen, links lang zu fahren. Ich war aber gerade noch so ein bisschen gedanklich im Spiegelmodus. Jetzt nimmt er mir das Item dann nur weg. Arschloch. Aber wenn man dann die Turbostreifen vernünftig mitnimmt, hat man doch einen großen Vorteil gegenüber denen, die den anderen Weg nehmen. Dafür ist halt rechts nur ein Item. Selbst wenn man als Zweiter oder Dritter diesen Weg nimmt, der Erste den auch schon genommen hat, dann sollte man eigentlich keine Chance mehr haben. Oh Gott, dieser Grude. Keine Chance haben, ein Item zu bekommen. Muss man halt gucken, was einem wichtiger ist in seiner Positionierung. Ein Item oder der schnellere Weg. So, hier sieht man es, hier kriegt man wesentlich mehr Münzen. Beziehungsweise rechts waren jetzt ja auch Münzen. Die waren wir eben einfach nur schon weggefahren. So, jetzt weiß ich wieder gerade nicht, was ich damals für Probleme hatte hier. Ach, solche Probleme hatte ich da. Das kommt, wenn man sich zu früh freut, weißt du? So eine Scheiße. Zweiter, super. Ich hatte schon gedanklich abgeschaltet und dann drifte ich da voll in die Schlucht. Naja, gut. Dann habe ich immerhin keinen Mist erzählt, dass ich auf dieser Strecke immer Zweiter werde. Kacke. Ich würde mich jetzt tierisch ärgern, wenn es jetzt für mich hier noch um den 3-Sterne rangehen würde, aber tut es nicht, deswegen kann ich da nur drüber lachen. So, als nächstes kommt Bowsers Festung. Die geht aber eigentlich ganz gut. Also ist jetzt nicht so mega schwer. Glaube ich zumindest. Ich kann mich da fast gar nicht mehr dran erinnern. Ach, darf ich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Also wenn man da vernünftig fährt und den Weg hier nimmt zum Beispiel, kann man sich einfach schön viele Münzen abholen und dann nicht gegen den Propeller fahren. Das ist mir häufig genug passiert. Ich sollte mal mehr näher zum Mikrofon hingehen. Fällt mir gerade auf. Dann hört man mich vielleicht auch besser. Und ich halle nicht so. Ich sehe nichts. Aber ich sehe noch genug, um hier vernünftig zu fahren. Habe ich jemanden. Aber nicht einen von denen, die mich direkt verfolgen. Ich weiß gar nicht, damit hatte ich da übelste Probleme, immer diese Einfahrt hier zu nehmen. Aber wie gesagt, ich bin schon so häufig da oben gegen gefahren, dass natürlich der ganze Vorsprung, den man eigentlich dadurch hat, diese Abkürzung, mehr oder weniger ist eine Abkürzung, die zu nehmen, ist dann eigentlich dahin, wenn man dagegen fährt. Es ist mir so häufig passiert, dass ich dann irgendwann aufgegeben habe, diesen Weg zu fahren. Dann kommt er doch genau in der Sekunde das Ding da rausgeschossen. Das Spiel will mich doch verarschen jetzt. Und dann kommt wieder genau in der Sekunde das da rausgeschossen. Nicht dein Ernst. Na gut, das hat mich jetzt der Blaue getroffen. Also gar nicht so schlecht. Okay. Schön erstmal auf Schlamm fahren. Super Sache. Hier nicht alle Münzen mitnehmen. Auch gut, wenn man nur so wenig hat wie ich. Jetzt werde ich die Rampen da vorne einfach erstmal grundsätzlich meiden. Ja, jetzt hätte ich sie nehmen können. Super. Aber sieht trotzdem ganz gut aus. Immerhin haben wir hier den ersten Platz. Auch wenn es bei Rosalina nicht gehen wollte. Haben wir hier den ersten. Jetzt kommt noch die letzte Abschnittsstrecke. Nämlich der gute Regenbogenboulevard. Und dann haben wir die neuen Strecken durch. Und auch schon, damit auch schon fast die Hälfte dieses Let's Plays. Was ja wie gesagt nur so ein kurzes Let's Play ist. Einfach einmal kurz alle Strecken zeigen. Der Vollständigkeit halber, weil ich ja sonst alle Mario Kart Teile schon habe.
Für die Leute, die nach Mario Kart Online fragen, also Mario Kart 8 Online, wird es erstmal nicht geben, wenn ich wieder Lust habe, vielleicht, aber momentan habe ich da so überhaupt keine Motivation zu und überhaupt keine Lust zu. Natürlich! Natürlich! Bin ich auch der Einzige, der da runtergeschubst wurde, ne? Fahren 8 Leute direkt nebeneinander runter und ich bin der Einzige, der da runtergeschubst wird. Schieß du den Scheiß nach hinten, versuch wenigstens nach vorne zu kommen. Arschloch. Ja, natürlich. Dein grüner Panzer wehrt das perfekt ab. Oh Gott. Ha, jetzt aber. Oh, hattest du nur eine Münze? Armes Yoshi-Yosh. Gott, ich bin ins Loch gefallen. Ich glaube, das war keine gute Idee. Beziehungsweise, dann habe ich einen Platz gut gemacht. Ich finde es gut, wie hier die Musik dann so geil abflacht. Wenn man auf den Mond fährt. Aber die Musik an sich ist sowieso mega hammerfett. Die Strecke ist auch richtig geil. Also, wie ich finde, mit die beste Regenbogenstrecke. Wahrscheinlich sogar die beste Regenbogenstrecke. Strecke, die es in jedem Mario Kart gab, und genauso wie in Rosilla falle ich hier natürlich pünktlich kurz vorm Ziel noch mal eine Schlucht. Und Bowser nimmt 2 Itemkästen mit, warum auch nicht. Und überhole ich ihn einfach mal gekonnt. Er hat ja eh kein Item, das heißt, eigentlich sollte er mir nicht mehr gefährlich werden können. Trotz Fail gegen Ende noch mal Erster geworden. So. Das war's auch mit dem Spezialcup. Damit haben wir alle 4 neuen Cups, also alle 4 neuen Strecken fertig. Und die Retro-Cups sind hier nicht ganz so stark verändert wie in Mario Kart 8. Das heißt, die Strecken sind relativ mehr oder weniger schon bekannt. Wir schauen uns natürlich trotzdem an, aber bis auf ein paar Tauch- und Flug-Einlagen, sage ich mal, die jetzt vorher nicht drin waren, ist da wenig Veränderung drin im Gegensatz zu den Originalstrecken. Während die Retro-Strecken von Mario Kart 8 eigentlich mehr oder weniger alles neue Strecken sind. Obwohl, sind ja nicht alles neue Strecken, aber die meisten Strecken davon wurden so stark verändert, dass sie einem vorkommen, als wären sie neue. Ja, nur 2 Sterne, weil bei Rosalina Dritter, ne? Zweiter. Und dann wieder Zweiter geworden, deswegen nicht 3 Sterne, so. Ja, so ging es mir damals immer, jetzt auch wieder, aber diesmal bin ich selber schuld. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Achso, die Credits kommen jetzt ja, glaube ich, die schauen wir uns jetzt auch gleich mal an. Dann sehen wir den ganzen Kram hier nämlich schon mal. Und zwar Mario Kart 7, so heißt das ganze Ding. Wie gesagt, ein ganz schickes Spiel für den 3DS, sicherlich eines der besten Spiele, die man momentan so im Handel kriegen kann. Einige Leute finden ja Link Between Worlds noch sehr gut. Ich bin da... Ich fand jetzt kein schlechtes Spiel, aber ich fand jetzt auch nicht so gut. Die 2D-Zeldas gefallen mir allesamt nicht ganz so gern oder nicht ganz so toll. Ich fand da tatsächlich von den 2D-Zeldas bislang Phantom Hourglass noch am besten. Auch wenn viele die DS-Teile hassen, finde ich Phantom Hourglass doch ziemlich cool. Spirit Tracks war extrem langweilig und extrem blöd, aber Phantom Hourglass hat Spaß gemacht. Ja, wird sicherlich auch Let's Played, aber da wisst ihr ja schon, wie das abläuft, wenn ihr die Zelda-Let's Plays verfolgt, beziehungsweise Skyward Sword, was mittlerweile läuft. Da habe ich ja schon gesagt, dass ich die Zelda-Reihe in Richtung der Zelda-Timeline nachgehen werde. Das heißt, erstmal hier Zelda Link Between, nicht jetzt, Zelda Skyward Sword, dann Minish Cap, dann kommt, glaube ich, Four Swords, dann kommt Ocarina of Time und dann kann ich mir aussuchen, welchen der 3 Story-Stränge ich anfange. Ich muss die ja nicht zu Ende bringen. Ich werde die jetzt zumindest anfangen und ich werde dann wohl mit dem Wind Waker anfangen, weil ich möchte den Wind Waker HD spielen. Und dann werde ich wohl mit der Storyline anfangen, sobald es bekannt ist, in der das neue Zelda für Wii U stattfinden wird. Wenn das neue Zelda für Wii U noch keine Einordnung der Timeline vorher hatte, dann werde ich wohl die Timeline von Wind Waker erstmal durchmachen. Das heißt, werden dann Phantom Hourglass und Spirit Tracks machen und dann werde ich wahrscheinlich die Majora's Mask anfangen, sobald das Remake rausgekommen ist. Wird dann Majora's Mask gespielt, der Twilight Princess hinterher und was dann noch alles in dieser Timeline drin ist und dann kommen halt die 2D-Zeldas, die halt alle in der anderen Timeline spielen.
Nur mal so als Information für euch. Auch wenn das gar nicht in Mario Kart Let's Play reinpasst. Mein richtiges Statement warte ich bis Part 8 ab zu diesem Spiel, weil in Part 8 ist ja, wie gesagt, nochmal Credits, dann haben wir ja alle Parts, alle Cups durch. Was ich noch nicht gesagt habe zu dem Spiel, genau, die neuen Hintergrundbilder im Startmenü ist ja eigentlich in fast jedem Mario Kart so gewesen. Für die Leute, die sich gewundert haben, wenn ihr zum Beispiel das Spiel noch nicht so viel gespielt habt, hier Mario Kart 7, die haben ja, wenn sie das Spiel starten, immer dasselbe Bild, nämlich mit Mario. Und ich hatte hier ganz am Anfang im Titelbildschirm immer verschiedene Bilder, das kommt dadurch, wenn man jeden Cup durch hat, ich glaube auch im Spiegelmodus, ich glaube im Spiegelmodus muss man natürlich machen, also wenn man jeden Cup Gold geholt hat, in jeder Schwierigkeit, dann bekommt man halt neue Intro-Bilder, das ist eigentlich wie in Mario Kart, auch in Mario Kart 8 ist es so, in Mario Kart Double Dash war es so, Mario Kart 64 war glaube ich auch schon so und im Wii-Teil ebenfalls, also so kriegt man das auf jeden Fall, ich glaube sogar der DS-Teil war schon so, für den Game Boy Advance kann ich nicht sprechen, den habe ich nie gespielt. Dann wie gesagt, Mario Kart 64 auch und Super Nintendo, Super Mario Kart habe ich auch nie gespielt. Also die einzigen beiden 2D-Mario Karts habe ich noch nicht gespielt. Oder hatte ich nie gespielt, bis zu dieser Remake-Reihe hier. Bis zu dieser Mario Kart-Reihe auf meinem Channel, da habe ich die beiden ja auch gespielt. Allerdings waren das wohl auch die beiden Mario Karts, in denen ich mit Abstand am schlechtesten war. Boah, mehr kann ich jetzt eigentlich gerade nicht sagen. Ich hoffe nur drauf, dass die Credits jetzt gleich mal vorbei sind. Kann ich noch so sagen, bla, ich werde jetzt heute Mario Kart 7 fertig aufnehmen. Also ich mache jetzt gleich erstmal eine Pause, esse gleich was und mache dann danach die restlichen 4 Cups. Dann mache ich nochmal kurz Pause, dann mache ich noch den Ballonballgereihe, der Ballonschlacht Cup und dann habe ich heute Mario Kart 7 auch gleich in einem Tag durch fertig aufgenommen. Das heißt, dieses Projekt wird auch durchgehend laufen, es wird nicht so sein, dass mir irgendwann mal die Parts ausgehen werden. Und ja. Dann ist das erste 3DS-Let's Play auch durch und dann werde ich mal gucken, mit welchem ich weitermache. Ob es Luigi's Mansion 2 wird, weil den ersten Teil wäre auch schon gespielt oder vielleicht ein ganz anderes. Das sieht man dann. Super Mario 3D Land müssen wir auch machen, weil wir 3D World schon gemacht haben. Und da haben wir nochmal alle Charaktere zusammen in ihrem Standard-Card. Und mit diesem Bild verabschiede ich mich für diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wie gesagt, die Retro-Cups starten dann. Bis dann und auf Wiedersehen.